Zurück bei Gemma Tim Drake. Einmal eine längere Quest auf den Pirateninseln. Das heißt, wir werden gleich sehen, dass wir mit einem NPC sprechen, der uns beauftragt. Wir werden dann unser Schiff ein wenig anders aufrüsten, nämlich mit den Segeln. Das erfahrt ihr aber auch gleich. Es ist ein bisschen ein Seeschlachtvideo. Das hatten wir ja schon mal bei den bei der Paros-Blockade. Genau, bei der Odyssey-Quest Paros-Blockade. Schaut es euch an, genießt es. Wir hören uns am Ende des Videos. What kind of message do you want to send? Sinking some ships while flying her colors should do the trick. That's one way to do it. We're still pirates. We've a reputation to uphold in these waters. And nothing says respect me like a bit of blood spilling. Sounds to me like you're weakening the competition. Chaos not big enough for your ambitions? If we're going to take more territory, we wouldn't be hiring the likes of you. We'd do it ourselves. Best way to prevent an attack is to strike first. No arguments here. I'll sink the ships for you. What am I targeting? Destroy a few ships from Sparta, a few from Athens, and a few bandit ones too. That's a lot of ship sinking. Just make sure you're flying Xenia's colors when you do the sinking. I'll pay you well to ensure the message is understood. Sails need repair, 3 broken oars on the top level, 2 on the second level, cracked spar. Oh, never a day's rest. Faster!
To do, and many unknowns in our new prison.
Yes? What kind of message do you want to send? Sinking some ships while flying her colors to do the trick? That's... We're still pirates. We've a reputation to uphold. Sounds to me like... If we're going to take more territory... No arguments. So, das war's mit der Quest. Wir haben also eine schöne Seeschlacht oder mehrere Seeschlachten gehabt, haben Schiffe geentert, gelootet, um unsere Atastaya weiter aufzugraden. Von daher Daumen hoch. Abo hinterlassen, weiter folgen, Gamer Tim Drake.